Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Kurz vor Heiligabend haben wir nochmal einen spannenden Interviewgast für euch, und zwar sprechen wir heute mit dem Michael Schillinger. Michael Schillinger ist der Geschäftsführer von der Apollo 18 GmbH. Und ja, mit Michael und aber auch mit Apollo haben wir hier schon einige Interviews geführt, und aufmerksame Zuhörer wissen, das heißt immer zum einen ein spannendes Interview, spannende Insights, aber auch spannende Stellen. Und so ist es auch heute wieder. Wir sprechen gleich über 5 Stellen. Und ich habe gesehen, dass der Michael schon mit dabei ist. Wir werden ihn jetzt gleich einfach mal dazu holen. Ihm über die 5 spannenden Stellen sprechen. Servus. Hallo Stefan, kannst du mich hören so? Ich höre dich gut. Hörst du und siehst du mich auch? Ja, sehe dich und höre dich. Hi. Perfekt. Wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank. Ich hoffe, dir auch. Alles super. Vorweihnachtlicher Stress, aber positiver Stress, von dem her alles top. Ja, same, same. Michael, ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Ich glaube, viele von unseren Abonnenten kennen dich oder zumindest mal Apollo 18. Trotzdem, bevor wir über die Stellen sprechen, vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen und auch ein bisschen was über Apollo 18 sagen. Ja, also vielen Dank, Stefan, für die Chance, hier nochmal trommeln zu dürfen für unsere Jobausschreibungen. Mein Name ist Michael Schillinger, ich bin Ende 40 jetzt, habe bis 2001 Sport studiert tatsächlich. Also ich wollte schon immer im Sport arbeiten und habe das dann auch geschafft. Verschiedene Agenturstationen durchlaufen und bin seit 2010 mit meiner eigenen Agentur unterwegs. Also im 12. Jahr jetzt. Wir haben sozusagen eine kleine Agenturgruppe. Also wir haben Apollo 18 2010 gegründet. Und letztes Jahr kam eine kleine Schwester dazu, nämlich die Apollo GG. Die kümmert sich vorrangig um E-Sport und Gaming. Apollo 18 macht, würde ich sagen, modernes Sportmarketing. Next Level Sports Marketing ist so unser Subclaim, den wir tagtäglich mit 40 Kolleginnen mit Leben füllen. Wir haben 3 Standorte, Berlin, Stuttgart und Frankfurt, und sind jetzt sehr gerne auf der Suche nach neuer Inspiration durch neue Kolleginnen. Sehr cool. Also 5 Stellen sind es. Es ist zum einen so ein bisschen zweigeteilt. Es ist zum einen Junior Social Media Manager und ein Senior Social Media Manager, Berlin, Frankfurt oder Stuttgart. Und dann sucht ihr noch im Projektmanagement Verstärkung, Trainee Sportmarketing, Junior Project Manager Sportmarketing und Project Manager Sportmarketing, die wiederum in Stuttgart. Habe ich das erstmal so richtig wiedergegeben? Genau. Also die Projektmanager-Stellen sind vorrangig in Stuttgart oder ausschließlich in Stuttgart. Die Content-Social-Media-Stellen sind vorrangig in Berlin. Da würden wir aber auch in Kauf nehmen, dass es vielleicht Stuttgart wird. Aber wir haben das so ein bisschen aufgeteilt bei uns. Aber grundsätzlich sind das so die 2 Richtungen, Content Social Media und Projektmanagement Sportmarketing. Cool. Lass uns doch mal über die Stellen sprechen und lass uns mal über die Social Media Stellen, bei den Social Media Stellen beginnen. Was dürfen da die künftigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen bei euch machen? Ja, also da ist es so, dass wir, also grundsätzlich, wir arbeiten nur im Sport. Ja. Meistens allerdings nicht für Sportentities, sondern für große Unternehmen, die den Sport entdeckt haben. Wir können sagen, das Zielgruppenmarketing. Wir wollen Sportfans erreichen in verschiedenen Sportarten. Das geht von Beachvolleyball über Motorsport, über E-Sport bis zu Golf, Tennis. Und wir versuchen eben Social Media als strategisches Kommunikationstool zu nutzen, um Sportfans zu erreichen und für Marke, Produkte oder Services unserer Kunden zu begeistern. Und was wir da brauchen, ist eigentlich die Full Range von Entwicklung von Kommunikationsideen, neuen Formaten auf ganz verschiedenen Channels. Also klar ist da Insta immer noch so momentan die Nummer 1. Im Gaming ist Twitter ein ganz wichtiger Kanal. Wir machen aber auch erste Projekte auf Discord, hatten eine Live-Session vorgestern Abend auf dem Discord-Channel. TikTok wird immer wichtiger, und da suchen wir halt Menschen, die sich für diese Channel-Strukturen begeistern können, die wissen, wie da so die Mechanismen funktionieren, und dann begeisternde Formate entwickeln auf Basis der Kundenmarke oder der Kundenprodukte oder Services, und die dann quasi end-to-end durchplanen, helfen zu produzieren. Da muss keiner selber hinter der Kamera stehen. Wir haben eine eigene Grafikabteilung, die sind jetzt auch schon mit 6 Personen am Start.
Aber die Person, die wir suchen, sitzen so in der Schaltzentrale in unserem Control Center und steuern eben diese komplette Kommunikation von der Ideenfindung, Redaktionsplanung, Postings schreiben, publishen und auch Monitoring durchführen. Und das in enger Absprache mit unserem ganzen Team und mit unseren Kunden. Okay, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, vor allem bei euren spannenden Kunden, die ihr auch habt. Michael, normalerweise machen wir es immer so, wir haben eine Stelle und dann sprechen wir darüber, was macht man in der Stelle und was sollte die Person dafür mitbringen. Jetzt ist es ja heute, sprechen wir über 5 Stellen und dann sind die 5 Stellen ja auch noch mal ein bisschen aufgeteilt. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal jetzt darüber sprechen, was die Personen mitbringen sollten für die beiden Social Media Stellen. Danach sprechen wir noch über die Projektmanagement Stellen und ganz am Ende sprechen wir vielleicht auch noch ein bisschen über die Soft Skills, die man mitbringen sollte, wenn man bei euch bei Apollo 18 arbeiten möchte. Deswegen, Junior Social Media Manager und Senior Social Media Manager, wie unterscheidet sich das? Und wie unterscheidet sich das auch von den Voraussetzungen, die man mitbringen sollte, wenn man sich bei euch bewerben möchte? Ja, also vor allem am Grad der Erfahrung, die jemand schon gemacht hat in diesem spezifischen Feld Social Media Kommunikation oder Kommunikation allgemein. Wir würden auch sagen, wir bezeichnen uns als Storyteller. Wir machen auch klassische PR, das heißt, wir schreiben auch Pressemeldungen. Das ist jetzt hier nicht der Fokus. Hier ist der Fokus, wirklich moderne Social Media Kommunikation anbieten zu können. Und der größte Unterscheidungspunkt ist eigentlich der Grad der Erfahrung. Also wir erwarten bei einem Senior Manager einfach mindestens 4 Jahre wirkliche Berufserfahrung. Da zählen Praktika, Trainees und verschiedene andere parallel zur Universität stattgefundene Aktivitäten nicht dazu, sondern das ist jemand oder diejenige, die absolviert hat, Berufsausbildung, gern auch fachfremd, ist kein Problem. Also was uns alle eint, ist erstmal die Liebe zum Sport, das ist das Hauptkriterium, und dann die Liebe zu guter Kommunikation. Und ob das von einer Sportstudentin ist oder Kulturwissenschaftler oder andere Studiengänge, das ist uns völlig egal. Also wir laden gerade Fachfremde ein, uns zu bereichern. Wir glauben sehr an Diversität in allen möglichen Dimensionen. Und es unterscheidet sich, zurück zu deiner Ausgangsfrage, vor allem eben durch diese Berufserfahrung. Senior heißt, ich habe viele Projekte gemacht, ich habe viele Erfahrungen, ich kann die einbringen, ich habe vielleicht auch schon mal die erste Leadership-Erfahrung gemacht, ich weiß, wie ich mit Menschen umgehen kann, ich weiß, wie Kunden funktionieren, ich kann die ein bisschen mehr lesen aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten mindestens 4 Berufsjahren. Und da ist natürlich dann bei uns auch deutlich mehr Verantwortung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite messe ich denjenigen oder diejenige natürlich auch dran aufgrund der Erfahrung. Das ist natürlich ein anderes Gehaltsband, also wir haben verschiedene Gehaltsbänder bei uns. Das ist natürlich dann auch mehr zu verdienen, logischerweise, mehr Verantwortung. Aber eben auch die Aufgabe, mehr selbstständig zu arbeiten. Und der Junior Manager oder die Junior Managerin, die haben noch so ein bisschen Welpenschutz, sage ich mal. Die können von der Uni kommen, 1 Jahr Berufserfahrung, genauso diese Liebe für diese Channel mitbringen, für gute Kommunikation. Aber da ist eben dann zum Beispiel eben der Senior oder die Senior, die denjenigen, diejenige so ein bisschen an der Hand nimmt und ein bisschen mehr anleitet halt. Es geht vor allem über die Übernahme von Verantwortung in der Unterscheidung dieser 2 Stellen. Okay, ich glaube, das hast du relativ verständlich rübergebracht. Ansonsten gerne alle Fragen, die auftauchen, in die Kommentare unten rein oder auch gerne auch im Nachgang. Dann such dir nochmal 3 Positionen im Bereich Projektmanagement, Sportmarketing. Einmal ein Trainee, einmal eine Juniorstelle und einmal eine Projektmanagerstelle. Erzähl mal kurz oder auch lang, wie auch immer, was man dort auf den Positionen machen darf in Stuttgart dann. Genau, also die Stellen sind in Stuttgart angesiedelt. Wer uns so ein bisschen verfolgt und weiß, was wir so ein bisschen machen, und hört Stuttgart, denkt vielleicht an die Marke mit dem Stern, der kann dann schon erahnen, um was es grob geht. Das ist so, dass wir da als globale Lead-Agentur in dem Thema Sport-Marketing tätig sind. Und da geht es, das ist sehr, sehr vielschichtig. Ist halt nicht fokussiert jetzt rein auf Social Media, sondern eher auf, sagen wir mal, klassisches Sponsoring. Man kauft Rechte ein. Wir nehmen für uns in Anspruch, die eben nicht nur klassisch zu aktivieren, das heißt Logopräsenzen, VIP-Tickets, Kundenreisen, das findet alles statt. Aber wir wollen vor allem da eben so, sagen wir mal, den Wow-Faktor finden oder den X-Faktor und Projekte anstoßen, die weit über normales Sponsoring hinausgehen. Ich hatte eingangs gesagt, wir machen Zielgruppenmarketing. Das heißt, wir wollen die Zielgruppe zum Beispiel, ich nehme mal Golf raus, die Zielgruppe der Golfer ansprechen. Da muss ich wissen, wie die denken, wie die fühlen, wie die ticken, auf welchen Plattformen die unterwegs sind.
Unser Kunde kauft ein Recht, das ist die Eingangstür, das ist die Tür offen. Und da müssen wir da halt noch mit voller Kraft durchgehen und mit coolen Ideen, modernen Ideen einfach Projekte entwickeln, die deutlich mehr an Return bringen, meistens Reichweite oder Anzahl von Kunden oder Customer Journeys auf eine Website, als das nur mit klassischer Werbung der Fall wäre. Also wir wollen quasi das Invest leveragen durch kreative Ideen und absolute operative Exzellenz in der Umsetzung. Und das ist also ein sehr vielschichtiger Job, bei weitem nicht so spezifisch halt wie die Social Media Stelle, wo ich einfach genau wissen muss, wie die Social Media Channel funktionieren. Ja. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt sehr, sehr spannende Kunden. Ich glaube, gerade im Bereich Sportmarketing, ja, seid ihr, glaube ich, auch bekannt dafür, dass man da als potenzieller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann auch mit wirklich einen sehr, sehr starken Job hat, gerade auch zum Berufseinstieg. Das hat man auch nicht alle Tage so in der Form. Was mich dann direkt zur nächsten Frage bringt, Berufseinstieg oder eben auch nicht. Wie unterscheidet sich, und die Frage kam jetzt auch im Vorfeld häufiger rein, wie unterscheidet sich Trainee, Junior und Projektmanager bei den Voraussetzungen, die man mitbringen sollte? Bei welcher Stelle sollte man sich als Berufseinsteiger bewerben? Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen? Ja, ich versuche es genauso plakativ zu machen. Eine Trainee oder ein Trainee kommt frisch von der Uni oder der Ausbildung. Direkt. Gerne mit Praktika, gerne mit relevanten Praktika, gerne auch schon vom örtlichen Tischtennisverein die Insta-Seite gemacht oder Projekte betreut, Sponsoring-Projekte betreut. Aber das sind einfach wirkliche Berufsanfänger, die lernen wollen. Die werden bei uns sehr eng an die Hand genommen. Wir haben ein sehr, sehr erfahrenes Leadership-Team. Ich selber mache das seit über 20 Jahren auf Agenturseite. Alle anderen, wir haben eine Partnerstruktur. Alle Partner bei uns haben mindestens 10, 15 Jahre Berufserfahrung. Also wir haben auch relativ wenig Fluktuation. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr erfahrene Truppe. Und wer sagt, ey, ich will in den Sportbereich gehen und ich habe schon meine erste Erfahrung gemacht, aber ich weiß ja selber, ich habe auch Sport studiert. Ich weiß, was ich an der Uni gelernt habe und ich weiß, was ich im Job verwenden kann davon. Das ist bei mir sehr, sehr wenig gewesen. Wer sich da angesprochen fühlt und sagt, ich will das genießen, diese 9 Monate, 12 Monate mit der Anschlussanstellung und ich habe in diesen 12 Monaten auch die Chance, mich einfach zu entwickeln, zu entfalten, auch mit weniger Leistungsdruck letztendlich, weil es eben ein Trainee ist, der sollte sich hier angesprochen fühlen. Der Junior wiederum muss ein Jahr Berufserfahrung haben. Und auch dazu zählt dann Praktikum, Ferienjobs, parallel zur Uni zählt da erstmal nicht dazu. Also das ist eine Unterscheidung, die wir da machen. Und ich weiß, dass viele ehrgeizige Studentinnen dazu neigen, den Trainee zu überspringen und direkt diesen Junior anzunehmen. Wir haben bei uns ein System, wir haben Jobbeschreibungen für alle Levels. Da unterscheidet sich die Beschreibung für einen Trainee halt maßgeblich von der von einer Juniorin, wie zum Manager, zum Senior Manager, Managerin. Und genau den Maßstab legen wir an. Also wenn jemand sagt, er hat wirklich relevante Berufserfahrung, ein Jahr und die kann er hier einbringen, dann erwarte ich auch, dass das eingebracht wird. Und beim Trainee ist es halt noch nicht so der Fall. Also ich bin ein großer Freund von diesen Trainee-Themen, weil es einfach die Chance gibt, sich völlig frei zu entfalten, und wirklich auch an die Hand genommen zu werden. Wir lassen auch eine Juniorin natürlich überhaupt nicht alleine, aber das sind die Anforderungen ein bisschen mehr. Und das setzt sich dann fort auch Richtung Projektmanager. Da warten wir dann eben 3 Jahre Berufserfahrung oder 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung, wo man wirklich sagen kann, der hat nicht nur einen ersten Schritt in den Job gemacht, sondern hat oder diejenige hat schon einmal bewiesen, jawohl, ich kann das, ich kann mit den Anforderungen umgehen, ich habe da vielleicht auch ein Zeugnis schon oder ein Zwischenzeugnis, vielleicht auch schon einmal gewechselt. Das ist dann eben diese Managerin-Stelle, die wir da suchen. Also auch bei allen 3 Stellen hier unterscheidet sich es vor allem an der Erfahrung, die jemand mitbringt. Und ich weiß aus meinem ganzen Berufsleben, Erfahrung ist halt super wichtig. Das sind Absolut. die Fertigkeiten, die jemand ausbildet, die Fähigkeiten. Das ist das, was uns wichtiger ist. Aber wenn ich die Fähigkeiten habe, aber noch keine Fertigkeiten, kann man die bei uns eben ausbilden. Und wenn man es schon mitbringt, dann kommt man auf die höhere Stelle und kann höher ansteigen. Jetzt, ich weiß, wir haben viele bei uns, viele duale Studenten bei uns, die uns folgen. Die haben bei einem dualen Fernstudium beispielsweise parallel zum Bachelor schon 3,5 Jahre Berufserfahrung gesammelt. Wo würdest du die einordnen? Trainee oder Juniorstelle? Auf der Juniorstelle. Okay, also alle dualen Leute, die gerade zuhören, Junior. Ich habe es eingangs gesagt, Soft Skills.
wichtig, denn es schreiben alle immer ihre Stellen oder ihre Profile, sprechen von Werten. Wir arbeiten nun wirklich schon sehr, sehr lange zusammen und ich weiß, dass ihr es nicht nur in die Stellen reinschreibt und davon sprecht, sondern dass ihr es auch lebt. Was sollte man da als Bewerber oder als Bewerberin mitbringen? Was ist wichtig, dass man weiß, wie tickt Apollo und wie sollte dann eben auch der Bewerber oder die Bewerberin ticken? Ja, es ist uns tatsächlich sehr wichtig und wer uns verfolgt, der weiß, dass wir viele Dinge tun. Ich nenne mal stellvertretend, wie wir haben ein White Paper veröffentlicht von der Aktion Wir sind da, gemeinsam mit der League. Da geht es um Diversity im Sportbusiness. Das ist uns ein sehr großes Anliegen. Und ein zweites Thema war unsere Spendenaktion Athlete Stand Up. Das war für die Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Das waren beides Beispiele aus diesem Jahr. Und es zeigt so ein bisschen, wo wir stehen und wie wir wahrgenommen werden wollen. Und das füllen wir tatsächlich tagtäglich mit Leben. Das heißt, wir sind eine sehr wertebasierte Agentur, was überhaupt nicht zu verwechseln ist, dass wir nicht ehrgeizig sind. Ganz im Gegenteil. Wir sind der absolute Performance-Orientierung bei uns. Wir sind Sportler. Wir lieben Leistungen und wir wollen die abrufen. Aber darin halt Spaß haben und vor allem ehrlich sein. Also wir wollen die Werte des Sports in den Werten des Sports ist alles enthalten, was uns in dem Business auch lenkt und leitet. Also vereinfacht gesagt, wir wollen die Werte des Sports im Business leben. Dazu gehört eine hohe Ehrlichkeit, eine Transparenz. Im Sport gibt es einfach Regeln, an die man sich halten muss, aber da drin ist jeder gleich. Das ist auch wichtig für uns. Wir haben diese Leistungsorientierung, die ich schon angesprochen habe, und wir wollen auch mutig und inspirierend sein. Dafür haben wir uns Paten gegeben, gemeinsam mit allen MitarbeiterInnen, die uns so ein bisschen leiten sollen. Da gehört noch Roger Federer dazu, der einfach ein wahnsinnig toller Sportsmann ist. Da gehört ein Tony Hawk dazu, der einfach immer den Extrameter gegangen ist. Da gehört eine Catherine Switzer dazu, die den Boston-Marathon Ende der 60er gelaufen ist, als Frau, ein bisschen verkleidet als Mann oder hat sich nur mit ihren Initialien beworben und ist dann da mitgelaufen, solle dann von der Rennstrecke gezogen werden. Und das sind so Menschen, die uns inspirieren. Sie vor allem, weil sie mutig war, inspirierend war, neue Wege gegangen ist. Und das wollen wir als Agentur für unsere Kunden in der Kommunikation, im Projektmanagement, im Sponsoring halt genauso tun. Und das ist keine Phrase bei uns, weil ich daran glaube, dass der Kitt, der uns alle zusammenhält, halt die Werte sind. Und in dem Job, das ist aufregend und da wird es manchmal stressig. Aber wenn wir wissen, dass wir die gleichen Werte teilen und leben, dann ist das alles nur die Oberfläche, die uns da manchmal vielleicht ein bisschen erschüttern kann. Und deswegen glauben wir wirklich daran, dass die Basis unseres Tun und unserer Zusammenarbeit eine starke Werteorientierung ist. Und darin kann sich wirklich jeder bei uns komplett frei entfalten, weil wir genau wissen, die anderen sind so cool wie wir selber und wir lieben es, mit den Menschen dann Zeit zu verbringen. Und deswegen ist es tatsächlich keine Phrase, sondern das Ziel, nur Menschen bei uns zu haben, die zu uns passen, die zu uns passen, die uns bereichern auf der inhaltlichen Ebene. Aber an den Werten lassen wir, das ist unverrückbar und ist auch nicht verhandelbar. Und das ist tatsächlich keine Phrase, denn das bestätigen uns sowohl Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten von euch, als auch ehemalige Mitarbeiter, dass es bei euch tatsächlich genauso gelebt wird. Deswegen kann ich das so von der Seite auch nochmal bestätigen. Jetzt, alle, die vielleicht parallel sich nochmal die Stellen anschauen wollen, www.jobsimsport.de. Die Stellen sind relativ weit oben alle gelistet. Jetzt, wenn man sich bewerben möchte auf eine Stelle, man schreibt seine Bewerbungsunterlagen, schickt sie an euch ab. Wie geht es dann weiter? Wie läuft so ein klassisches Bewerbungsverfahren bei euch ab? Ja, die Stellen, die werden alle an Julie geschickt. Die E-Mail-Adresse steht in den Bewerbungsunterlagen drin. Jeder kriegt erstmal eine Bestätigung, dann screenen wir die, machen eine Vorauswahl. Manchen müssen wir dann irgendwie direkt sagen, es passt nicht oder der Standort passt nicht oder das Skill-Level ist noch nicht ausreichend genug für uns oder die Inhalte passen nicht. Das kann durchaus sein. Da gibt es halt eine Absage, wie bei jeder Bewerbung hoffentlich, wobei wir auch zurückgespielt bekommen, dass wir da sehr, sehr gut sind, weil wir eigentlich jedem, der uns was schickt, ein Feedback geben. Wenn man in die engere Auswahl kommt, dann machen wir einen Termin. Wir nehmen uns da sehr, sehr viel Zeit. Das ist mindestens eine Stunde, eineinhalb, manchmal 2 Stunden. Und dann sprechen wir ganz intensiv zum Menschen, zur Herkunft, sage ich mal, also zur beruflichen Herkunft, zur inhaltlichen Herkunft, zu den Skills. Wir stellen uns da, wir zeigen nochmal genau, welche Werte uns leiten, wie wir die Agentur aufgebaut haben, wie wir arbeiten. Und versuchen da halt in diesen eineinhalb, 2 Stunden wirklich rauszufinden, ob jemand zu uns passt. Wir sind sehr, sehr, sehr ehrlich, auch was den Job angeht. Wir wollen da eben keinen
überreden, zu uns zu kommen. Das darf nicht sein, sondern wir versuchen da wirklich eine Atmosphäre des Wohlfühlens zu schaffen und der Ehrlichkeit und der Transparenz, um dann rauszufinden, passen wir zusammen, möchte ich mit dem Menschen dann viele, viele Tage, Wochen, Monate, Jahre verbringen in einem Office oder in Projekten. Und das gewährleisten wir natürlich auch dem Gegenüber. Also wir sind sehr offen für alle Fragen. Und dann teilweise gibt es sogar noch ein zweites Gespräch. Das hängt so ein bisschen von der Jobposition ab. Manche Jobs sind halt in mehreren Teams integriert. Wir wollen halt nicht zu fünft mit einer Person sprechen, sondern machen eher zu zweit, zu dritt mit einer Person. Manchmal gibt es eine zweite Runde. Und auch da gibt es dann manchmal leider Absagen. Und hoffentlich dann den glücklichen Job-Einsteiger oder Quereinsteiger, der dann bei uns baldmöglichst anfängt. So werden Cool. ablaufen. Jetzt habe ich fast eine Frage noch vergessen, die noch reingekommen ist. Und zwar eine Abonnentin hat uns geschrieben, sie verfolgt euch schon eine Weile, ist noch im Studium und wird erst 2024 fertig sein. Kann sie sich jetzt schon für ein Trainee 2024 bewerben? Wird es da sowas nochmal geben oder soll sie erstmal noch abwarten? Ja, das wird es wahrscheinlich wieder geben, höchstwahrscheinlich. Aber es würde noch keinen Sinn machen, sich da jetzt zu bewerben. Was wir aber machen ist, wir haben auch Jobs, wo wir Studentinnen suchen, die bei einem Event aushelfen. Das wäre eine Möglichkeit, um einfach mal in Kontakt zu kommen und so ein bisschen reinzuschauen auch. Wird natürlich ganz normal bezahlt auch. Also das wäre eine Möglichkeit, um uns mal kennenzulernen. Wir hatten auch schon Werkstudententätigkeiten, wenn es besonders gut passt, wäre auch das eine Möglichkeit. Also wenn es jetzt so der Wunsch wirklich da ist, wirklich uns kennenzulernen, bei uns anzufangen, dann gerne jetzt einfach mal bewerben mit diesem Hinweis. Aber für den Ja. Trainee würde es jetzt noch keinen Sinn machen, weil wir machen dann wieder eine Ausschreibung, kriegen dann auch einige Bewerbungen sicherlich und es würde jetzt dann nur die Gefahr bestehen, dass das dann irgendwie untergeht, was ich eigentlich Ja. ausschließen kann, wenn Julie das macht, aber trotzdem wird es einfach zu früh sein für uns jetzt eigentlich. Passt perfekt. Ihr habt ja nun drei Standorte, und seid über die Jahre auch ganz schön gewachsen, je nachdem, für welchen Standort man sich bewirbt. Was für ein Team erwartet einen wo? Ja, also ich fange mal mit Berlin an. Das ist, glaube ich, mittlerweile so unser größter Standort. Da ist die komplette Kreation angesiedelt und alles, was so Content, Social Media, Storytelling ist. Das sind etwa so 10 bis 15 Personen. Auch Apollo GG hat den Unternehmenssitz in Berlin. Also da ist hier so der kreative Spielraum, sage ich mal. Wir haben dann Frankfurt. Früher hat man gesagt, unser Mutterschiff, da haben wir gegründet, da sitze ja auch ich, ist mittlerweile aber unser kleinster Standort. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir immer mehr kreativ arbeiten, Storytelling verstehen, da alle Channel zu bespielen und da ist einfach das Hiring in Berlin uns leichter gefallen als in Frankfurt. In Frankfurt sitzen noch 6 Personen, die, sag ich mal, klassisches Projektmanagement machen. Die Geschäftsleitung sitzt da, also das Thema Backoffice-Administration ist in Frankfurt. Und dann haben wir Stuttgart, das ist ein Standort, der sich vor allem um unseren Hauptkunden kümmert, um unseren langjährigsten Kunden, Gründungskunde, sage ich mal, in Stuttgart, vermehrt, aber auch dort ein, zwei Content-Creatorinnen in dem Fall ansässig sind, die auch andere Kunden betreuen. Von daher sind diese, wo ich am Anfang gesagt habe, diese Content-Stellen vor allem Berlin total gerne, da haben wir eben genau das Umfeld. Aber in Stuttgart haben wir eben 2 Personen auch schon, die sich darum kümmern. Wenn da 2 dazukommen würden, würde es auch Sinn machen. Frankfurt bei den Jobausschreibungen jetzt eher nicht. Man hat dann vor Ort relativ kleine Teams. Also es fühlt sich wahrscheinlich an wie ein Startup. Und wir Ja. treffen dann alle jeden Mittwoch in einem Team-Meeting. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir die Gruppen zusammenführen. Wir arbeiten in vielen Projekten standortübergreifend. Das ist nicht so, dass in Stuttgart ein Kunde betreut und in Berlin ein anderer, ganz überhaupt nicht, sondern wir versuchen, die immer alle zusammenzubringen. Dieses Team-Meeting integriert dort ist ein Space Lab, das ist ein internes Fortbildungsformat, da kommen Startup-Entrepreneure, Entrepreneurinnen, du warst ja auch schon da, hast uns dein Geschäftsmodell gezeigt, es hat uns sehr inspiriert. Da versuchen wir einfach, Inspirationen von außerhalb unserer Agentur-Bubble zu uns zu holen. Oder wir haben auch spannende Agentur-Cases, die wir uns gegenseitig vorstellen. Dazu gehört auch zum Beispiel, wir waren letzte Woche Skifahren mit der ganzen Mannschaft, 33 Personen, 3 Tage Sölden. Das war noch das nachgeholte 10-Jährige. Wir müssen uns nicht daran gewöhnen, dass wir jedes Jahr so eine große Reise machen.
Aber wir versuchen sehr akzentuiert alle zusammenzuholen, um ein Team zu formen, eine Kultur. Starte ich wieder bei den Werten letztendlich. Also auch wenn man in den Standorten ist mit dem kleineren Team, ist es doch so, dass man einfach Teil dieser 40-Personen-Einheit ist. In Berlin in dem eigenen Office, in Frankfurt auch und in Stuttgart sind wir Untermieter unserer geschätzten Konkurrentinnen und Kolleginnen auch von TaylorMade, ist auch eine Agentur, eine Eventagentur, die aber auch im Sport tätig sind. Und da sind wir schon seit 5 Jahren jetzt Untermieter und teilen uns ja, mit mehr, also mit über 100 Leuten eigentlich 3 Stockwerke. Und es ist wunderschön dort. Und da es fühlt sich an, wie man in einer ganz, ganz großen Agentur wäre, obwohl unsere Einheit dort auch gute 10, 12, 13 Personen umfasst. Cool. Michael, du kennst es, ganz am Ende kommt immer die Frage, warum. Nun hast du schon viele Gründe gesagt, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal als Geschäftsführer den einen oder anderen Grund nennen, warum sollte man sich bei euch und bei Apollo 18 für die Stellen bewerben? Ich glaube wirklich, dass wir einfach die coolste Agentur im Sportbusiness sind. Und cool ist es so ein Wort, das natürlich frei interpretierbar ist, aber wir haben eine hohe Ehrlichkeit, wir haben wirklich eine gute Zeit bei uns. Also wer zu uns passt und der hat da ein Berufsumfeld, das absolut Freiraum lässt für den privaten Bereich. Also wir schätzen es sehr, dass wir alle ein Privatleben haben. Wir haben ganz, ganz viele Agenturkinder mittlerweile bei uns, das sind über 10, weil MitarbeiterInnen langjährig bei uns sind. Das ist wie eine kleine Familie. Man verbringt halt wahnsinnig viel Zeit im Job und dafür werden wir alles tun, dass wir eine Atmosphäre haben, die geprägt ist von Wertschätzung, Offenheit, Transparenz. Ich sage es aber auch nochmal, aber auch Leistungswille. Das gehört halt dazu. Und ich glaube, dass wir hier einfach ein Umfeld haben, wo sich jeder komplett frei entfalten kann. Und das ist, glaube ich, so in meiner Beobachtung nicht einzigartig, aber besonders. Und was als zweites dazu kommt, eine Arbeit bei uns ist eine Zierde für jeden Lebenslauf. Also wir haben die absolut besten Kunden. Wir arbeiten global auf vielen Projekten. Wir haben Blue-Chip-Unternehmen auf unserer Kundenliste, da zu arbeiten. Dass ich sage immer schon, wir spielen eigentlich Champions League. Wer zweite Liga oder Regionalliga-Niveau hat, der hat bei uns auch ehrlich gesagt nichts verloren. Also wir sind schon eine sehr inhaltlich an der Speerspitze stehende Agentur. Aber auch mit diesem familiären Charakter im Sinne von sich frei entfalten können und sich austesten dürfen. Und ich glaube, diese Kombination aus diesen extrem tollen Jobs mit internationaler Strahlkraft und dieser besonderen Art, wie wir Werte leben und tagtäglich zum Leben erwecken, macht es für mich hoffentlich, also zumindest versuche ich das so zu gestalten. Ich hatte ja verschiedene Agenturstationen auch, wo es nicht so war. Ist das, was mir zurückgespielt wird, auch so schwierig als Geschäftsführer, sich selber zu loben. Aber ich glaube, das macht uns besonders, das Feedback gibt uns recht, die geringe Fluktuation genauso. Und das ist auch das, was uns wichtig ist und wo wir glauben, dass das auch einen wirtschaftlichen Erfolg zur Folge hat. Das ist keine rein altruistisches Handeln, das so aufzubauen und aufzusetzen, sondern wir glauben, dass ein gutes Teamwork mehr Erfolg bringt. Das zeigt ja der Sport auch immer und immer wieder. Also für mich, glaube ich, mit das wichtigste Stichwort war geringe Fluktuation. Das kann ich übrigens auch bestätigen, weil wir teilweise seit Jahren mit den gleichen Leuten von euch immer wieder zusammenarbeiten, sprechen und mit über die Stellen austauschen. Und ich glaube, für alle, die auf Jobsuche sind, ist das auch ein Punkt, wonach man schauen sollte. Weil jeder kann von sich behaupten, er ist cool. Die Atmosphäre ist cool und alle sind nett. Und wenn die Fluktuation hoch ist, dann spricht da irgendwas dagegen. Und bei euch ist es halt tatsächlich so, dass die Fluktuation wahnsinnig niedrig ist. Und da gibt es, weiß Gott, in der Agenturlandschaft ganz, ganz andere Standards. Und ich glaube, das spiegelt auch nochmal wieder, dass alles, was du gesagt hast, wie bei euch die Werte gelebt werden, eben tatsächlich auch zutreffen. Ja, vielen Dank. Ist immer ein bisschen schwierig, das selber zu formulieren irgendwie. Also man muss sich ja irgendwie darstellen als Arbeitgebermarke, aber wer Lust hat, es auszuprobieren, uns auch zu challengen, soll sich gerne bewerben und wir können in dem Gespräch das gerne nochmal vertiefen. Und was wir glauben, was uns besonders macht oder wie wir halt diesen Job begreifen. Und von daher lade ich alle ein, sich einfach mal vorzustellen bei uns. Auch wenn es perspektivisch vielleicht nur ist, auch das ist natürlich möglich. Und würde mich freuen, wenn wir da einen oder anderen Dialog führen können. Und ich möchte das Lob auch zurückgeben. Über dich haben wir ja schon die eine oder andere Kollegin auch gewinnen können. Wir hatten jetzt gesagt am Mittwoch im Teammeeting, dass ich das am Freitag mache. Ist direkt eine Hand hochgegangen von Hanna, die sagte, hey, ich habe den Job damals auch über
über Jobs im Sport bin ich aufmerksam geworden, habe mich beworben und die ist schon seit einem Jahr bei uns, ist auch ganz glücklich, soweit ich das einschätzen kann. Es ist immer ein sehr schönes Format hier mit dir und euch. Michael, dann vielen Dank, dass du dir so kurz vor Heiligabend nochmal die Zeit genommen hast für uns und wünsche euch jetzt schöne Feiertage und natürlich gute Bewerbung für die äußerst spannenden Stellen. Ja, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ich halte dich auf dem Laufenden, was daraus resultiert jetzt und freue mich auf jeden Bewerber, jede Bewerberin und freue mich dann auf gute Gespräche. Alles klar, Michael. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ciao.